Ja, mit diesem Zusammenhang Tangens Alpha gleich der Steigung m kann ich jetzt mehrere Zusammenhänge darstellen. Ich habe jetzt zum Beispiel die Gerade G1 und habe hier diese Gerade mal gezeichnet. Hier ist die Geradengleichung. Dadurch, dass ich die Steigung kenne, kann ich jetzt tatsächlich den Winkel ausrechnen. Also ich gebe hier einfach die Tangens Alpha gleich dieser Steigung 0,8, löse das Ganze nach Alpha auf und das mache ich ja, indem ich den inversen Tangens von 0,8 nehme und damit weiß ich, der Winkel dazu ist 38,66 Grad. Gut, diesen Winkel müssen wir jetzt natürlich erstmal noch suchen, denn nicht jeder Winkel hier irgendwo ist 38,66 Grad. Und das habe ich euch aber vorhin schon gesagt gehabt oder im letzten Video gesagt, es ist immer mit der positiven x-Achse das Eingeschlossene. Also das heißt, ich muss schauen, die Gerade, die runtergeht und dann alles, was dann nach rechts geht, hier haben wir den Winkel. Natürlich gibt es aber diese Winkel auch noch woanders, denn ich kann ja lauter Parallele dazu ziehen und dann haben wir hier den sogenannten, nicht Wechselwinkel, sondern Stufenwinkel. Nach oben geht der, das heißt, die müssen identisch sein. Heißt auch, ich kann eine Gerade hier bei 2 zeichnen und dann ist der Winkel auch dazu passend. Also nicht nur die Winkel hier unten sind dann 38,66 Grad, sondern quasi auch auf jeder Parallelen mit dieser Geraden haben wir auch 38,66 Grad. Hier haben wir das Gleiche. Hier ist halt nur die Steigung minus 2, also der Tangens von Alpha gleich minus 2. Jetzt löse ich nach Alpha auf und dann erhalte ich einen Winkel von minus 63,43 Grad. Das ist natürlich auch wieder richtig, denn der nimmt ja von der x-Achse den 63,43 Grad und damit muss ein Negativer rauskommen. Allerdings können wir das ja uminterpretieren und dann den Drehsinn wieder erweitern, indem wir von der Geraden weggehen. Ich hoffe, dass jeder verstanden hat, warum das Minus hier dran steht. Denn es geht immer von der x-Achse aus. Also wäre das hier ein falscher Drehsinn, wenn wir da hochgehen. Aber andersrum können wir ja für uns sehen, dass es 63,43 auch in die andere Richtung geht. Und hier oben können wir wieder eine Parallele zeichnen. Ich habe jetzt hier einfach die gleiche genommen. Aber wir können überall Parallelen zeichnen, um auf diesen 63,43 Grad zu kommen. Ja, das war eine Beispielaufgabe zu dieser Tangens Alpha gleich M-Geschichte.